Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Get15 Velo am effektivsten für dich nutzt. Ja, es ist soweit. Get15 ist raus und wenn du das letzte Video gesehen hast, und das solltest du dir unbedingt ansehen, und zwar das Einführungsvideo zum Thema Velo, damit du einfach verstehst, was ist die Velo-Technik, wie funktioniert sie, was sind die physikalischen Naturgesetze hinter dieser Technik. Es gibt ja auch ein eigenes Buch, Vibrational State of Energy Resonance, Self-Tuning to a Higher Level of Consciousness. Da wird sehr, sehr viel wissenschaftlich über diese Technik geredet und ich empfehle dir unbedingt, ja, das letzte Video oder das Einführungsvideo der Velo-Technik oder das Vorstellungsvideo von Gate15 anzusehen, weil es einfach eine zwingende Notwendigkeit hat, dass du verstehst, worum geht es in diesem Gate und wie du das Ganze nutzen sollst, vor allem weil drei Frequenzen da eingebaut sind und wie du damit am besten arbeitest. Ja. Wichtig ist, bevor du zum ersten Mal das Velo 1, 2 oder 3 hörst, unbedingt dieses Video zu Ende ansehen, weil wir machen jetzt gleich eine Technik, und zwar die Velo-Technik selbst, damit du einfach verstehst, wie das Ganze funktioniert und wie du damit arbeitest, damit du dir später in der Meditation leichter tust. Ja. Gut, wie gesagt, ich muss jetzt zum Glück nicht mehr so viel erklären, weil im anderen Video bin ich sehr detailliert auf die Velo-Technik selbst eingegangen und jetzt machen wir einfach die Technik. Ja. Also die Velo-Technik basiert ja darauf, wenn du das letzte Video gesehen hast, dass ja alles um uns herum Energie ist. Ja. Und du kannst jetzt gerne die Technik mitmachen. Ja. Wir machen einfach mal so grob die Technik und dann erkläre ich dir, wie du das am besten nutzt und wann du was am besten nutzt. Ja. Du kannst die Technik am besten im Sitz machen. Du kannst übrigens die Velo-Technik auch ohne Get15 passiv den ganzen Tag üben, wenn du mal am Klo sitzt, am Arbeitsplatz bist oder wo auch immer, oder im Bett liegst und schläfst oder vorm Einschlafen bist, also nicht beim Schlafen. Kannst du auf jeden Fall diese Übung machen, damit du einfach jedes Mal schneller in den Velo-State hineinkommst. Ja. Also sprich die Vibration, die den Übergang in die astrale Dimension ermöglicht, indizierst. Ja. Also du setzt dich jetzt hin auf deinen Stuhl, stellst deine Hände aus, stellst sie entweder auf deine Knie oder irgendwo daneben, so wie bei mir, und schließt jetzt deine Augen. Ja. Ich mache jetzt so kurz eine, also es ist keine Übung, die wir direkt machen, sondern nur, dass du verstehst, wie das Ganze funktioniert. Ja. Die Übung basiert auf mehreren Teilen. Ich hab selber die Velo-Technik genommen und habe sie komplett optimiert. Also die Version, die du bei Gate15 hörst, ist schon eine optimierte Version. Es gibt noch eine Advanced-Version, die ist dann in einem Gate ab 20 dann verfügbar. Ist auch schon fertig gedreht, wird auch in den nächsten 2, 3 Wochen erscheinen. Ja. Also alles um uns ist Energie und der erste Schlüssel ist, dass wir mit unserem Bewusstsein, dass wir das Bewusstsein nach außen verlagern. Ja. Jetzt ist der Schlüssel bei Velo, dass wir nicht visualisieren. Das heißt, Velo basiert nur auf Fühlen, auf dem Gefühl. Ja. Weil Visualisierung erzeugt Alpha-Wellen und wir wollen ja keine Alpha-Wellen, wir wollen Theta-Wellen, idealerweise Delta-Wellen im Gehirn erzeugen, weswegen wir das, was wir tun, nur mit Gefühl machen, ohne Visualisierung, dass wir uns etwas vorstellen. Ja. Das bedeutet, du schließt deine Augen, sitzt vor dir und du fühlst mal deinen Körper hinein. Ja. Fühlst du deine ganzen Körperteile und dann stellst du dir vor, dass du mit deinem Bewusstsein, welches in diesem Körper steckt, eine Pulsierung nach außen machst. Das heißt, du pulsierst nach außen. Ja. Wie kann man sich die Pulsierung am besten vorstellen? Wie so ein Druckgefühl, was auf einmal rausgeht, wie wenn etwas explodiert, wie wenn du dich ausdehnst und so groß wirst wie der ganze Raum. Also du fängst an, nach außen zu pulsieren, ja, und du fühlst es einfach nur. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du einen Stein nimmst und du wirfst diesen Stein in den See hinein und dann kommen ja diese Wellen. Und so mit diesen Wellen, die pulsierst du so nach außen. So. Und du fühlst einfach, wie du dich ausdehnst und immer so einen Pulsierungsschlag machst. Und in der Velo-Technik in Gate15 machen wir das Ganze dann normal, mit deinem eigenen Rhythmus. Dann ein bisschen schneller, dann ein bisschen langsamer. Da gibt es eine eigene Methode, die ich da entwickelt habe, wie das noch besser funktioniert. Und du pulsierst einfach nach außen. Ja?
Was passiert im Hintergrund? Ich erkläre das Ganze jetzt einfach nur ein bisschen technisch. Im Hintergrund passiert, dass dein Bewusstsein sich ausdehnt außerhalb des Körpers, ja? Sich mit der Materie im Raum verbindet, also die Energie, die um uns herum ist, sind ja alles Nuklearsprengungen, nur mikrodosiert, also sprich, dein Bewusstsein koppelt sich mit einer höheren Energie um, also mit der Energie des Raumes, ja? Du wirst ja später dein Bewusstsein in den Raum verlagern und dann pulsierst du zurück in deinen Körper. In der normalen Velotechnik, wie man es beim ERC World lernt, ist es so, dass du dann in den Körper pulsiert. Das ist dann, ja, funktioniert, aber ich habe herausgefunden, dass es viel besser ist, in die einzelnen Körperteile die Velotechnik, also das Rückpulsieren zu machen, dass du pulsierst wieder zurück. Du stellst dir vor, du bist jetzt so groß wie der ganze Raum, dein Bewusstsein hat sich ausgedehnt, ist nicht mehr im Körper und dann pulsierst du in deinen Körper zurück. Ja? Du pulsierst zuerst in deine linke Hand hinein, ja? Und dann pulsierst du in deine rechte Hand hinein, das dauert dann so eine Minute hier, dann eine Minute da, dann in deinen linken Fuß, in deinen rechten Fuß, in deinen Oberkörper und dann in deinen Kopf. Ja? Und dann pulsierst du sozusagen in deinen Gesamtkörper hinein. Ja? Es kann sein, dass du beim ersten Mal schon richtig den Energiekörper oder den Astralkörper spürst. Das wirst du dann merken, vor allem wenn wir den zweiten oder dritten Anlauf haben, wirst du merken, wenn du zurückpulsierst, wirst du richtig merken, wie deine Hand auf einmal viel größer ist, ungefähr so groß, so 5, 10, 20 Zentimeter größer als deine richtige Hand. Und das wirst du dann richtig merken beim zweiten, dritten Anlauf oder wenn du öfter diese Frequenz machst oder diese Übung machst, wirst du richtig spüren, boah, krass, ich spüre meine andere Hand, die ist größer. Das ist sozusagen dann der Astralkörper, ne? Oder der Energiekörper zuerst. Ne? Dann pulsierst du sozusagen in die Körperteile, ne? Und dann in den ganzen Körper hinein. Das heißt, wir haben jetzt von außen die Energie genommen und haben sie in den Körper zurückpulsiert, ja. In Wirklichkeit haben wir sozusagen einfach einen Energieüberschuss erzeugt und haben uns unseren Astralkörper bewusst gemacht und eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Ja? Und jetzt geht es um Folgendes. Und jetzt nimmst du mit deinem Gefühl, nicht mit Visualisierung, nimmst du die Energie, du spürst dann sozusagen deinen Astralkörper und du fühlst, dass du die Energie, die jetzt du erzeugt hast, nimmst und du schiebst sie mit deinem Gefühl in deinen Kopf hinein. Also du kannst dir das so vorstellen wie so ein Helm. Und wenn du einen Helm aufsetzt oder so einen Fahrradhelm, so groß wie der Helm, da schiebst du dein ganzes Bewusstsein hinauf und das machst du einfach mit Gefühl. Ja? Und dann hältst du es dort und dann fängst du mit der richtigen Velotechnik an. Und die Velotechnik geht so, dass du dieses Gefühl nimmst und dann durch deinen Kopf runterschiebst in deine einzelnen Körperteile, komplett von oben nach unten, durch deine Schultern hindurch, bis zu deinen Füßen, komplett ganz bis zum Boden runter. Und dann von unten wieder nach oben. Das heißt, wir erzeugen von unten nach oben, von oben nach unten einen Reibungseffekt. Wie wenn du einen Eiszapfen nimmst und dann zum Schmelzen anfängst. In Wirklichkeit machen wir nichts anderes, wie wir nehmen deinen physischen Körper, den wir als Aggregatzustand sehen, das heißt, das ist der Eiszapfen, und wir nehmen eine Flamme und schmelzen von oben nach unten sozusagen den Eiszapfen hin und her, hin und her, hin und her. So lange, bis er flüssig wird. Und wenn der flüssig wird, fängt beim Übergang zwischen Eiszapfen und Fluss und Wasser an zu vibrieren. Und das ist dann wie ein Erdbeben und dann bist du sozusagen im Velo-State, wo du instant danach ein Astralreise indizieren kannst. Ja? Wenn du die Vibration erlebst, dann wirst du in Gate 1 danach eine zwei Techniken machen. Wir werden in Gate 1 zuerst eine Übung machen, um deinen Herzschlag zu reduzieren, das dann verankern mit dem Codewort Heart, dass das Unterbewusstsein weiß, hey, wenn du mehrmals Codewort Heart sagst, dann gehst du runter in den State, in den Stage, wo dein Herzschlag reduziert wird, wo es viel leichter ist, die Velotechnik zu indizieren und bei diesen Vibrationen einzuleiten. Ja. Das ist mal das eine. Das andere ist folgendes, wir nehmen danach sozusagen die Velotechnik, wenn wir in diesem Vibrationszustand sind oder kurz davor und uns in diesem tiefen Trance befinden, wo es fast losgeht, dann wird das Ganze gekoppelt mit dem Codewort Velo. Das heißt, wir koppeln uns an diesen Velo-Zustand. Ja. Das heißt, Unterbewusstsein hat Heart und Velo gekoppelt und wenn du dann später selber einfach so ohne Frequenz und ohne Gate 15 irgendwo jetzt da sitzt und du sagst, du nimmst jetzt 10 Minuten Zeit und machst die Velo-Technik, dann nutzt du vorher das Codewort Heart, bringst dich in eine Trance, vielleicht die anderen Codewörter wie Blue und Co. Für die Verankerung von diesem State und dann
kommst du in diese Trance-Hinein, dein Herzschlag wird reduziert und dann arbeitest du mit dem Codewort Velo. Also du sagst dann einfach mehrmals das Codewort Velo. Also einmal sagst du Velo, dann machst du währenddessen die Velo-Technik und dann sagst du in dir nochmal Velo und dann spürst du, bei einem Velo wird der Körper die Rückkopplung haben und dann wird er sofort beim Velo-Codewort die Vibration indizieren. Und das Ziel von GET15 ist, dass du die im Wachzustand einfach Velo sagen kannst oder im Trance-Zustand, oder du machst die Augen zu und sagst Velo. Oder du machst kurz mal die Velo-Technik, das ist dann wie so ein Zünder. Ja? Wie wenn du also einen Joker ziehst und dann zündest du und dann brennt sofort das Feuer. Ne? Und dann wirst du auf einmal die Vibration spüren und du bist in der Astralseite. Und das kannst du dann später auch im Wachzustand machen. Und das ist eben das Grandiose an der Velo-Technik. Ja? Und das empfehle ich dir da auf jeden Fall zu üben. Ja? Das ist mal GET 1, das heißt in Velo 1. In Velo 1 verankern wir diese zwei Codewörter und du trainierst die Velo-Technik selbst. Ja. Dann, wenn du sagst, du hast Velo 1 oft genug gemacht und du kommst mehrmals in den Vibrationszustand, du hast eine super Rückkopplung, bei dir funktioniert das Codewort gut, du machst nur kurz die Velo-Technik und du spürst schon, die Vibration geht gleich los oder sie geht schon los. Dann kannst du mit Velo 2 selbst deine Astralreise indizieren. Also du nimmst Velo 2 als Generaltechnik, hörst sie dir an und loopst, also erstellst wie immer eine Condition. Es gibt ja Velo 2 und 3. Du erstellst wie immer die Induktion Velo 2 und dann machst du Velo 3 als Schleife danach mehrmals. Also du erstellst eine Playliste, zuerst Velo 2, dann 3-4 Mal hintereinander Velo 3. Weil Velo 3 hört einfach, geht dort weiter, wo Velo 2 aufhört. Und Velo 2 ist nichts anderes wie, das bringt dich in diese Trance hinein, das bringt dich in den Herzschlagreduktion rein, ist die geführte Meditation, die erste Anleitung der Velo-Technik geht schon los und dann kannst du selber deine Technik machen, da kommt dann nichts mehr geführt, das was dich ablenken könnte, wo du halt sehr schnell deine Velo-Vibration einleitest und dann geht es einfach länger weiter und dann sozusagen mit dem Loop von Velo 3 hast du sozusagen die Frequenz für Astralreise im Hintergrund und kannst dann viel einfacher deine Astralreise indizieren und deine Astralreise auch halten. Ja. Und das Ziel von GET 15 ist, dass du lernst und trainierst, dann eine Verbindung zu deinem Astralkörper aufzubauen, dass du lernst, den Aggregatzustand schnell zu wechseln, vom Eiszapfen zum Wasser. Und dadurch kannst du sehr einfach Astralreisen indizieren. Das ist sozusagen der ganze Schlüssel am Astralreisen. Ja. Und so funktioniert das. Das ist die Technik. Ich empfehle dir, GET 1 sage ich immer, Velo 1, die erste Woche in der Früh zu hören, also immer nach dem Aufstehen mal zu hören. Wichtig ist, so zu hören, dass du nicht sofort einschläfst, sondern wirklich du schläfst und dann bist du aber richtig fit und dann aber so fit, dass du nicht einschläfst. Ja? Dann hörst du Velo 1 und idealerweise, wenn du noch Zeit hast, hörst du dir am Abend an, aber nicht am Abend, dass du eh weißt, du wirst eh wegpennen, ne? Sondern so, wenn du jetzt um 23 Uhr mehr ins Bett gehst, dann hörst du dir um 20 oder 21 Uhr an, dass du, weil du bist eh schon müde und du bist in einer leichten Trance schon, Melatonin wird eh schon ein bisschen ausgeschüttet, dann aber so, dass du nicht einschläfst, weil vor allem bei Velo 1 ist der Schlüssel, dass du definitiv nicht einschläfst, weil wieder die Codewortverankerung gemacht wird. Ne? Also hörst du die erste Woche ein- oder zweimal am Tag, die ersten 7 Tage Velo 1 an und da geht es nur noch darum, sozusagen dieses Codewort zu verankern und Velo-Technik zu üben. Und ich empfehle dir auch am Tag, wenn du meditierst, vor allem diese ersten Woche und auch danach, eine normale Meditation zu machen und in dieser Zeit die Velo-Technik selber zu indizieren. Ja? Also du sitzt am Klo, dann hast du gerade 3 Minuten Zeit, dann machst du, während du am Klo sitzt, einfach die Velo-Technik. Ja? Du weißt jetzt, wie es geht. Also einmal nach außen pulsieren, einmal nach innen pulsieren in die Körperteile und dann rauf, runter. Und in der Velo-Technik geht es dann so, dass wir pulsieren raus, wir pulsieren rein, dann rauf, runter ein paar Mal, so ein paar Minuten. Ich glaube so 1 Minute raus, 1 Minute rein, dann 5 Minuten rauf, runter und dann wieder rauspulsieren, 1 Minute, wieder reinpulsieren. Aber beim zweiten reinpulsieren nicht in die Körperteile, sondern direkt in den Körper. Und das wirst du dann direkt spüren, bis du auf einmal andockt. Und dann wieder 5 Minuten rauf, runter und dann einmal noch kurz raus, einmal noch kurz rein und dann nur noch rauf, runter. Und dann machst du so lange rauf, runter, bis du durch bist. Ja. Und ich empfehle dir auch, dass du auch am Tag dich mal kurz hinlegst, vielleicht mitten am Tag und einfach dich hinlegst, Augen zumachst, Codewort Relax verwendest, dann das Codewort Velo, vielleicht mit den anderen Codewörtern von dem GET-Programm und dann einfach die Velo-Technik machst. Rauspulsieren, reinpulsieren,
Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, ein paar Minuten, wieder raus pulsieren, wieder rein pulsieren und dann nur noch rauf, runter. Und das machst du einfach so eine halbe Stunde, Stunde und irgendwann, wenn du rauf, runter pulsierst, also rauf, runter pulsierst, also diese Bewegung machst mit dem Gefühl, dann wird auf einmal die Vibration losgehen. Ja, und dann, wenn die Vibration zu Ende ist, dann kannst du Austrittstechnik machen. Ich empfehle dir einfach eine Visualisierungstechnik, dass du dich projizierst nach außen, dass du dein Bewusstsein nach außen verschiebst und so weiter. Aber da gibt es sehr, sehr viele Methoden, da habe ich sehr viele Techniken dazu schon vorgestellt auf meinem YouTube-Kanal. Ja, that's it. Und wieder die erste Woche. Ein- oder zweimal die Velo 1 hören, am Tag sich mehrmals die Velo-Technik machen, auch ohne Frequenzen. Und dann gehen wir in Woche 2. Woche 2 ist dann, wenn du wirklich schnell die Vibration indizieren kannst, dann hör dir einfach dann auch, wenn du es nicht kannst, probier mal mit Velo 2 auch sonst zu arbeiten. Dann mach einfach so Velo 2 und danach hörst du Velo 3 in einer Playlist. Und das ist dann das, wo du einfach dann deinen Austritt machen kannst und deine Astralreise erleben kannst. Ja. Und ich empfehle dir, und das ist der Schlüssel der Velotechnik, manche erleben durch die Velotechnik beim ersten Versuch schon eine Astralreise, manche beim dritten Versuch und manche brauchen Wochen dafür. Es hängt davon ab, wie sehr du dich lösen kannst vom Astralkörper, vom physischen Körper. Hat bei sehr vielen Menschen mit Kontrollverlust zu tun. Es gibt noch ein Gate, was heute auch veröffentlicht wurde, Gate 19. Das ist die Aktivierung vom Astralkörper. Da verankern wir. Auch da machen wir eine Technik, wie wir den Astralkörper instant aktivieren, den Energiefluss reinbringen. Und vor allem kann man das sehr, sehr gut in Kombination mit Gate 15 machen, weil es sozusagen um die Instant-Aktivierung geht, um das Loslassen der Kontrolle und so weiter. Da wird auch das Codewort Relax verankert, wo man instant in einen Relax-Zustand kommt und das Kontrollthema, was die meisten Menschen haben, instant loslässt. Ja. Und sozusagen dann die zwei Chakren, die für Astralreisen zuständig sind, werden dort mit einer ganz speziellen Methode befeuert, damit ja, wie so angezündet, damit der Astralkörper genug Energie hat, um den Austritt, und dass du die Energie hast, um den Austritt machen zu können. Ja. Ja, und dann übst du einfach mit deiner Velotechnik, so oft du kannst. Ne? Und immer wenn du am Klo bist, wenn du im Büro bist, wenn du mal kurz 2 Minuten Zeit hast, mach einfach die Velotechnik. Und je öfter du sie machst, je regelmäßiger du sie machst, desto schneller wirst du die Vibrationen einleiten. Das Ganze funktioniert wie bei einer Kampfsportart. Je öfter du trainiert hast, desto schneller kannst du das Gewicht heben. That's it. Und ich wünsche dir einfach immer viel, viel Spaß bei der Technik und gib mir auf jeden Fall im Shop, damit du es getestet hast, eine Rezension, wie die Technik bei dir funktioniert und wie deine Prognose ist. Auch in dem Video schreibt mir in den Kommentaren rein, wie das Ganze bei dir funktioniert. Ich brauche auf jeden Fall dieses Feedback, um das dann noch weiter zu optimieren. In dem Sinne viel, viel Freude bei Velo 1, 2 und 3 und wir hören uns dann sozusagen dann in der Velo-Technik. Vielleicht noch ganz kurz eine kurze Wiederholung, nur dass du es mal so zusammenfasst, wie die Velo-Technik funktioniert. Einfach rauspulsieren, dann reinpulsieren, in die Körperteile reinpulsieren, dann diese Bewegung von oben nach unten mit dem Gefühl alles machen und dann wieder rauspulsieren, dann in den ganzen Körper reinpulsieren, dann wieder ein paar Minuten rauf, runter vom Kopf bis zu den Zehen runter und dann, ja, und das machst du dann, diese Reibungseffekt nur noch, dann kein Pulsieren mehr nach außen, nach innen, sondern nur noch dieses rauf, runter, so lange, bis die Vibration kommt. Du kannst einfach so hinlegen und die Übung machen und du wirst merken, du kommst sehr, sehr schnell in eine Trance hinein. Ich habe bei den Seminaren damit schon sehr tolle Effekte bei Teilnehmern erleben dürfen, weil da muss man sich nichts vorstellen, da macht man einfach das und durch das Nicht-Visualisieren kommst du sehr schnell in Theta-Frequenzen hinein und dann ist natürlich eine Astralreise sehr, sehr einfach möglich. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und viel Freude mit Gate 15.